Sitzt ihr alle bequem, denn es geht jetzt los mit der zweiten Folge, weil es einfach wirklich zu krass war. Einfach richtig, richtig nice. Alter, hauen die raus, Junge. Hauen die raus, geht ja gar nicht. Packers im Rage, ich glaube, das ist der nächste Loot von Dustin. Ich gucke nochmal kurz rein. Alles, ich konnte, genau. Vom Dustin, den hatten wir gerade. Die waren echt mega mäßig. Also letzte Folge hat man mega gesplasht. Also das, wirklich, die gehen richtig los. Und wenn man jetzt wirklich noch die anderen draußen hat, die nicht, die in Anführungsstrichen einfach drin waren und angefragt haben, zum Beispiel wegen Spenden und sowas. Wenn man die denn sogar noch draußen hätte und dann, was für sich, von 4 oder 5 Tagen so einen fetten Kram hat. Junge, brauche ich gar nichts mehr machen, ey. Guckt man nur noch sowas. Das ist natürlich mega. Weil die halt wirklich richtig krass, also großes Lob an Baba in dem Fall, wirklich da Abwechslung pur. Also klar, mit Packers, aber ist halt eben wirklich was anderes. Und einfach mal Gas gegeben. Im Rage sind sie auch richtig schön lange geblieben. Guck mal, wie lange die im Rage sind, einwandfrei, bis der Rage selber sich auflöst. Im Rage geblieben. Was will man mehr? Dann gleich noch einen nächsten Rage geschmissen. Und gesagt, hey, was ist doch vollkommen egal. Ich will das Dunkle, das Alex kriege ich auch noch, alles easy. Also richtig schön aufgemischt. Und guck mal, das sind Level 1 Packer. Ah, hier, Packer geht. Ah, richtig geil, der hat es mal richtig auf den Kopf gekriegt. Ja, das. Die rennen einfach durch. Ja, und? Dauer Rage. Also wirklich nur krasser Dauer Rage. Ja, klar. Jetzt kriegen sie ihr Fett weg. Ich meine, nicht Level 1 Tesla. Das ist schon 2 gewesen. Nee, aber da. Klar, das war dann noch Glück, dass es wirklich die Masse war an Packers. Aber ansonsten wirklich, Tesla ist echt der Tod. Auf jeden Fall. Glück gehabt, schön der Packer alles gefressen und dann in eine andere Richtung gegangen. Ja, schade. Ja, mega. Also freue ich mich richtig, dass die Raids hier so krass gegangen sind. Bin nicht weit. Gucken wir mal. Ich muss mal gerade gucken. Okay. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht. Guck mal. Die Sache ist wirklich die, besonders am Anfang. Also wir haben Level 2 Magier. Wir haben Level 2 Bogies. Also es ist wirklich noch wirklich am Anfang. Wir haben 100%. Okay. Aber, bitte bedenken, was auch für die Truppen rausgehauen wurde. 10 Level 2er Magier. Ich guck mal, ich bin der Meinung, ich habe auch Level 2. Nee, hier ist schon Level 3. Dann müssten es irgendwie 2k sein oder sowas. So, 2. Das heißt also, ich habe alleine schon an den Magiern, wenn ich falsch liege, tut es mir leid, aber ich denke jetzt einfach mal 2k. Dann habe ich da einfach mal 20k schon alleine in die Magier investiert. Am Anfang wirklich Kobis Rushen fertig. Meine Meinung. Faildorf, haha. Ja, sehr geil. Go get it. Läuft sehr geil. Ah, wirklich, was soll man dazu sagen? Was soll man wirklich dazu sagen? Einfach geiler Stuff. Geiler Stuff, den ihr hier abliefert, auf jeden Fall.
Entweder der hatte auch keine Lust mehr oder der hatte wirklich eine Bestrafung zu machen. Aber vollkommen richtig, dann. Ah nee, hätte ich gar nicht mehr gemacht. Hätte ich gar nicht mehr gemacht. Klar, jetzt willst du bestimmt wissen, haust noch einen King raus. Nee, der war dir doch zu schade. Nee, aber super geil. Also so eine richtige, so eine krasse Failbase habe ich nur gehabt von Trommelwirbel Hondo, als er mir die 59 Pokis gespendet hat. Ja, gespendet. Gib mal ein. 59 Pokale. Clash of Clans. Und ein Gusor. Ja, da ist eine Base vom Hondo drinne. 1,5 Millionen Loot. Gucken wir mal, ob es geholt wurde. Dafür brauche ich keinen Taschenrechner, das sind nicht 1,5 Millionen. Da ist ein kleiner Rechenfehler. Aber natürlich braucht man nicht runter. Also ist natürlich total kranker Scheiß, logisch. Aber es sind nicht 1,5 Millionen. Richtig krass voll. Ja klar, und der wurde halt, denke ich mal, auch nicht wirklich hier, sonst wären ja die Lager auch, wer weiß wie leer. Aber der war ja auch noch nicht so mega lange offline. Ihr seht's auch immer wieder. Ich hatte das heute nämlich auch wieder, die Frage mit diesem, oder beziehungsweise hatte er auch einer wieder ein Account länger offline. Irgendwie 5 Monate oder sowas. Er sagt auch, oh ja, ich wurde nur irgendwie 5-mal angegriffen. Ja, das ist normal. Und wenn wir auch immer denken, oder wenn wir mal sagen, oh ja, hier, der ist ja Ewigkeiten inaktiv gewesen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz selten. Also, wie gesagt, das ist so normal, dass du dann irgendwie, wenn es hochkommt, überhaupt, nicht mal ansatzweise eigentlich, nicht mal einmal in der Woche angegriffen wirst, sondern eher so einmal im Monat. Und von daher, ihr seht auch hier zum Beispiel Rathaus 12, genau. Mine 12, das heißt also so ewig abartigst lange ist der noch nicht offline, weil ihr wisst selber, seit wann es die 12er Mine gibt. Und von daher ist es nie so lange. Wenn du eine Ewigkeit offline bist, wirst du auch nicht mehr wirklich doll angegriffen. Also es ist nicht mehr so, oh hier, ich wurde zum Beispiel komplett geplättet, dann nach 16 Stunden werde ich gleich wieder angegriffen. Nein. Ist dann nicht mehr so. Ich wollte es ja nun mal gesagt haben. Kann ja sein, dass das einer interessant findet. Na, hier noch. Hier. Ja, genau. Richtig. Da ist noch Alex zu holen. Genau. Und dann ist es halt so. Loot okay. Von Tori. Na, ich mach mal schnell. Den Heal. Auch nicht schlecht. Ja, da musst du jetzt gucken. Da könnte es sein. Na, Glück gehabt. Glück gehabt, dass die wirklich, dass die Riesen getankt haben. Du hättest auch Pech haben können mit den Heilern. Und dass die Bogitürme auf die Heiler gegangen wären. Ja, jetzt mal. Schnell weggezogen, alles klar. Genau, ich wollte gerade sagen, das sind Dreierriesen, die haben schon diese Schlagringe. Und die werden ja dann irgendwie Gold noch. Ja, irgendwie sowas war da. Ja, und die Sechser, die reißen schon ziemlich gut. Hallo Gusua, hallo. Ja, ich mache gerade ein Video. Nein, mache ich aus Prinzip auf keinen Fall, weil wenn ich dich jetzt hier checke. Dann ist das definitiv die Eintrittskarte für jeden anderen, der natürlich dann auch sagt, ah naja, komm, dann schreibe ich hier mal rein, dann werde ich ja gecheckt. Geht definitiv nicht, nein, auf keinen Fall. So, das war der zweite Teil. Jetzt wechseln wir nochmal kurz. Und da bin ich wieder. Ja, wieder nice Nummer hier. Einfach nur Rathaus gesnackt und fertig.
So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein Raid drin haben. Aber ansonsten. Oh. Ich bin mittlerweile aufgestiegen als Ältester, aber ich bin gleich raus. Gucken wir mal, wir haben noch Kampftag. Sieht ganz gut aus für uns. Wobei ich echt knallhart sagen muss, wirklich, ich habe dazu nichts beigetragen. Also wirklich, ich mit meinen lächerlichen 2 Sternen, das war echt schlecht. Aber so ist es halt. So ist das Leben. So, ja, nice. Cooles Ding. Wie gesagt, hier nochmal kurz die Rückmeldung mit den 15 Mauern. Und wie gesagt, ich bin halt noch ein bisschen am Alex. Also, wenn ich dann morgen früh aufstehe, dann soll ich das auf der Reihe kriegen, dass ich dann mal das Lager dann eben höher ziehe. Und dann ist das schick. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Reingehauen. Ciao, ciao.